Ahoi ihr Lieben, aus Kabine 10.103, eine Balkonkabine auf der nägelnagelneuen Mein Schiff 5. Ja, und das ist ausnahmsweise gar nicht meine Kabine, weil ich in einer Außenkabine übernachtet habe, aber wir sind hier jetzt mal zu Gast. Ich habe mir die nämlich hier sozusagen mal ausgeliehen, um euch irgendwie zu zeigen, was diese Balkonkabine zu bieten hat. Ja? So, also im Überblick haben wir schon ein bisschen gesehen. Ich habe ja das Gefühl, fangen wir mal hier an, dass die mittlerweile hier modernere Bilder aufhängen, ja? Also wir haben das jetzt auf zwei Schiffen gehabt, dass da immer so dieses Titanic-ähnliche Schiff war oder so. Und hier sieht man so, ach Mensch, Donnerwetter, ja, relativ progressiv. Das scheint also jetzt was ganz anderes zu sein. So, hier einmal das Sofa. Das kann umgebaut werden. Ihr kennt das Spiel, zu einem dritten Bett. So kann man aber auch drauf sitzen. Und gucken wir jetzt mal hier auf die andere Seite. Ja, da befindet sich einmal ein Schreibtisch. So, da kann ich mich dann auch zurecht machen, kann in den Spiegel gucken, das ist gar kein Problem. Und habe dann hier, ist nicht meine Kabine, habe dann hier den Föhn. So, hier ist einmal der Föhn. So, eine Damenkabine hier, jede Menge Lippenstift. So, ja, also dreimal, also insgesamt 6 Schubladen. Ja, muss man natürlich aufpassen, dass man nichts vergisst, aber ja, das sollte sicher kein Problem sein. So, 4 Steckdosen. Ich soll nicht immer da reinfassen, schreibt der ein oder andere. Ich weiß gar nicht, was daran so gefährlich ist, aber gut. Ja, so. Wasser gibt es hier auch. Das kostet allerdings extra, zurzeit 2,60 Euro pro Flasche. Hier ist einmal die beliebte Nespresso-Maschine. 2 Kapseln pro Tag, pro Kabine gibt es kostenlos. Jede weitere kostet 1 Euro. Und hier ist dann entsprechend für euch sind die Tassen. Und einmal die Gläser samt Karaffe, denn es gibt nämlich Wasserspender auf dem Flur. Und da kann man dann so energetisierende Edelsteine reinschütten. So, ja, da haben wir uns dann schon mal abgearbeitet sozusagen. Ja, der Blick aufs Bett in dieser Konfiguration hier relativ nah an der Balkontür. Hier oben zweimal nochmal Stauraum. Ja, also an Stauraum, ist hier auch was drin, ist ja wie gesagt nicht meine Kabine, an Stauraum mangelt es hier also nicht. Ja, hier gucken wir mal rauf. Hier ist einmal das Telefon. Das befindet sich hier klassischerweise neben dem Bett. Und dann dort eine Steckdose, ganz praktisch zum Aufladen des Handys. Ja, hier auch nochmal Stauraum und. Und der Blick einmal da gegenüber. Dort ist einmal der Fernseher. Kann der noch gedreht werden eigentlich hier Richtung Sofa? Nein. Gut, so, da unten noch Kataloge. Ja, und. Wollen wir mal rausgucken. Eine Schiebetür. Ja, Balkon. 2 Stühle, wo man die Rückenlehne verschieben kann, sozusagen. Ja, also wo man die Rückenlehne neigen kann. So, einmal zurück. Kann man sie hier hinlegen. Ja, mir wurde schon gesagt, hier für Kabine 10.103. Guck mal, da wird Shuffleboard gespielt normalerweise. Das hört man hier dann schon, wenn man auf dem Balkon ist. Ja, heute, also diese Norwegen-Kreuzfahrt ist also optisch teilweise sehr ergiebig. Heute ein wunderbar sonniger Tag. Man sieht schon fantastisch, ja. So, das sieht richtig gut aus. Ja, das hier eine Schiebetür. Und ich muss im Gegensatz zu den meisten Kreuzfahrtschiffen auf der Welt überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich diese Tür nachts offen lasse. Warum das so ist, das gucken wir uns gleich an. Vorher nochmal hier der Blick auf die Schränke. Einmal hier, so, da diverse Bügel, um was aufzuhängen, Fächer, so, das sieht einmal so aus, ganz kurz. Und hier ist einmal der Safe drin, unter anderem hier ist ein Bademäntel drin, normalerweise 2. Jo. Und der Grund, warum ich die Tür offen lassen kann, ist, ich kann doch tatsächlich die Klimaanlage abschalten. Off, ja. So, dann steht ja hier, regulieren Sie die Wärme-Kältezufuhr oder schalten diese aus. Die Frischluftzufuhr bleibt bestehen. Das ist natürlich wichtig. Ja. So, und hier am Anfang noch der Hauptschalter für die gesamte Kabine. Man musste also nicht die Karte oder so reinstecken, sondern diesen Schalter einfach nur betätigen. So, und dann noch hier ein letzter Blick in die Nasszelle. Ja, soweit ist natürlich mal Geschmacksfrage. Ich finde es soweit ganz schön. Funktional und einfach. Ich habe besonders hier diese Schublade zu schätzen gelernt, wo ich einfach alles reinpacken kann. Dann greife ich da mal rein, verwende das dann und schmeiße es da wieder rein, mache hinterher alles zu. Ja, so, es ist alles ordentlich. Kann natürlich da aber auch was raufstellen.
ja, die Toilette einmal, wenig überraschend. So, das macht TUI Cruises hier noch nicht so lange, dass man hier so Spender aufgebaut hat. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt das erste Mal ist für Shampoo, Duschgel oder aber Pflegespülung. Ja, die Dusche wäre das soweit. Also alles geräumig und. Ja, also, achso, guck mal, hier haben wir noch eine Verbindungstür. Wenn man jetzt mit mehreren unterwegs ist, kann man dann sagen, okay, wir lassen die Tür offen oder so, ja. Gut, ach so, ja, was ich auch noch ganz schön finde hier, ne, ist die Gestaltung der Wände, zumindest immer der einen Seite. Normalerweise, ja, auf Kreuzfahrtschiffen, die Wände sehen immer so aus wie hier auf der Seite. Ja, relativ, ja, einfach. Aber hier habe ich dann nur mal die Luxusvariante, die ein bisschen schicker ist mit diesen Streifen. Ja, also ich hoffe, das war interessant für euch, die Balkonkabine auf der Mein Schiff 5. Kann immer mal eine andere Konfiguration geben, dass das Bett anders steht, dass da dann irgendwie eher das Sofa ist oder so oder. Aber im Großen und Ganzen ist es das dann auch schon gewesen. Ja, also wenn ihr das Ganze buchen wollt, dann klickt bitte den Link im Video oder in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.